Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer Rail Operations Group Class 37-7 geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Betrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein und beginnen Sie. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Um die Fahrsteuerungen zu aktivieren, stecken Sie den Hauptschlüssel ein. Stellen Sie den Richtungsschalter wie angezeigt ein, um den Motor zu starten. Betätigen Sie den Motorstartschalter bei Start, bis der Motor läuft. Wie angezeigt ein, während die Handbremse die Lokomotive festhält. Der Hauptbehälter benötigt einen Moment, um Nutzen Sie jetzt den Richtungsschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Lichter und Zugnummernbeleuchtung sind wichtig, damit Es ist Zeit zum Losfahren. Stellen Sie die Handbremse wie angegeben ein. Erhöhen Sie die Leistung, um Kraft anzuwenden. Setzen Sie nicht zu schnell zu viel Kraft frei.
British Rail Class 37 ist eine dieselelektrische Lokomotive, auch bekannt als English Electric Type 3. Viele Class 37 werden noch heute für Gütertransport, Wartungs- und Leerzugaufgaben eingesetzt. Manchem sind sie aufgrund der Ähnlichkeit des Motorgeräuschs mit dem eines Traktors auch als Traktoren bekannt. Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h, 90 Meilen pro Stunde. Benutzen Sie die Zugbremse, um an der angegebenen Position zu halten. Arbeit. Sie haben die Lokführerschulung für diese Lok abgeschlossen und sind nun bereit, auf der Hauptstrecke zu fahren.